Hallo Freunde, ich bin Flo und das ist Was geht ab Shorts. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Beauftragte der Bundesregierung haben dem Bundestag heute ihren zweiten Bericht zur Diskriminierung in Deutschland vorgelegt. Dieser liefert auf 450 Seiten Erkenntnisse zum Thema Diskriminierung im Bildungsbereich und Benachteiligungen im Arbeitsleben. Diskriminierung wirkt sich negativ auf den Bildungserfolg, die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsmotivation aus. Zudem sei diskriminierendes Verhalten in Deutschland weit verbreitet. Dafür gäbe es im Gegenzug zu wenig Hilfe- und Beratungsstellen für die Betroffenen. So lauten die zentralen Erkenntnisse. Der Bericht zeigt, es fehlt die Toleranz in der deutschen Bildungs- und Arbeitswelt für das Besondere. So gehört Mobbing zu den täglichen Erfahrungen von Schülern und Studenten. 6% der Befragten mit Behinderung geben an, eine Benachteiligung in der Schule oder Hochschule erlebt zu haben. Viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund fühlen sich aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. Homosexuellen Schülerinnen und Schülern wird durch Schulhofbeleidigungen jedwedes Selbstwertgefühl genommen. Jede Form der Diskriminierung beeinträchtige die Leistung von Schülern und Schülerinnen, so der Bericht. Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle sagt, Deutschland kann es sich langfristig nicht leisten, ganze Gruppen von Schülerinnen und Schülern am Bildungserfolg nicht chancengerecht teilhaben zu lassen. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung braucht Deutschland jeden qualifizierten Menschen. Und das unabhängig von Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Geschlecht, Behinderung oder sozialer Herkunft. Die Antidiskriminierungsstelle fordert deshalb unabhängige Beratungsstellen für Schulen und Hochschulen, die Betroffenen schnell, effektiv Hilfe anbieten. Auch im Arbeitsleben klagen Betroffene oft über Benachteiligungen aus Gründen des Geschlechts, des Alters oder der Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderungen. Auch Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund hindert viele Betroffene daran, einen passenden Beruf zu finden. Arbeitgeber glauben häufig, dass betroffene Personengruppen nicht in den Betrieb passen. Dabei wird gerade auf dem Arbeitsmarkt deutlich, dass Unternehmen von Vielfalt profitieren können, wenn sie nur auf die Qualifikation eines Menschen schauen. Mit dem bisherigen Denken besteht die Gefahr, wertvolle, gut qualifizierte Arbeitskräfte zu verlieren. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fordert deshalb eine Verbesserung der Einstellungsverfahren. Weiterhin sollen bereits bestehende Beschwerdestellen in Unternehmen gestärkt und bekannter gemacht werden. Frage von mir an euch natürlich, habt ihr bei euch an der Schule oder an der Uni sogar schon mal miterlebt, dass jemand diskriminiert oder benachteiligt wird? Ist es euch selbst sogar schon mal so ergangen? Und was meint ihr, wie kann man sich am besten dagegen zur Wehr setzen? Eure Meinung, eure Kommentare dazu ab in die Comments. So Freunde, wenn ihr jetzt noch Bock auf ein paar Videos von uns habt, die findet ihr wie immer auf der Seite. Hier unten könnt ihr noch abonnieren. Wenn euch das gefällt, was ihr hier machen, lasst einen Daumen nach hoch da. Unser ganzes Nerdzeug findet ihr auf Texcalibur. Wenn ihr Vorschläge oder Fragen habt, nutzt doch gerne unsere Facebook-Seite zum Beispiel. Ich bin Floyd, das war Was geht ab Shorts. Euch noch einen traumhaften Tag.